Wir sind ja noch bei der Firma Bibertec in Rothenburg. Und ihr habt gerade, beziehungsweise in unserem ersten Video, habt ihr einen kurzen Einblick über dieses ganze Betriebsgelände bekommen. Nun gehen wir mal etwas intensiver auf die einzelnen Kabinen ein. Wir stehen hier vor der kleinen Kabine, ist das korrekt? Genau. Vor der Bibertec BC140. Genau, unsere Shorty, unsere kleinste Kabine, die eben den Hintergrund hat, dass wir beim Pickup noch die Heckklappe schließen können, hinter der Kabine. Ja, da gehen wir mal etwas näher drauf ein. Ich sehe, eine Markise ist auch angebracht. Genau. Das ist schon. Hier haben wir die Möglichkeit, oben haben wir eine Kederleiste, wo man sagt, wir können einen Tarp einspannen und nach oben hin abspannen. Und wenn es auf dem Pickup ist, dann ist ja praktisch die Markise auf 2 Meter Höhe. Dann haben wir die Markise zum Ausfahren. Also man hat beide Möglichkeiten und kann eben gucken, ja, was man braucht. Wenn sie so auf dem Boden steht, nimmt man natürlich oben das Tarp. Und wenn man in Aktion ist, auf dem Pickup aufgeladen, ist es eigentlich alltagstauglicher, wenn man die Markise benutzt. So haben wir dann, ja, hat man die Möglichkeit zur Verschattung. Ansonsten mit den Kurbelstützen, die wir eben draußen schon gesehen haben und einmal kurz darauf eingegangen sind, hier wieder abgeladen. Bei uns haben wir immer eine Palette hier unter mit dem Rollwagen, wie die meisten Kunden zu Hause auch, um dann die Kabine in die Garage zu schieben oder für das Winterlager fertig zu machen und im Sommer rauszuholen. Hochkurbeln, Pickup unter und wieder los. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das eine blöde Frage ist. Die Kabine wird gekurbelt, dazu gibt es das Gestänge. Ist das außen angebracht oder ist das im Fahrzeug verstaut? Die, die Kurbel für die Markise ist in der Kabine drin, das kann ich gleich noch mal einmal zeigen, so dass es auch eben nicht im Dreckbereich hängt. Ne? Ja. Genau. Wie bei allen anderen Campern ja auch. Ansonsten haben wir eben hier den Eingang von hinten. Dadurch, dass wir hier, ja, hier sind die Rückleuchter vom Pickup, haben wir von hinten den Einstieg. Wir haben meistens immer so einen Tritt dabei, dann wird die Heckklappe aufgeklappt, hat man praktisch seine Terrasse und dahinter den Hocker zum Rein- und Raussteigen, hat sich so bewährt. Und auf diesem kleinen Platz für ein Doppelkabiner-Pickup haben wir versucht, alles mit unterzubringen. Ich nehme euch mal mit rein, machen wir das Licht an und dann setzen wir uns mal in unsere Shorty-Kabine. So, hier sind wir in unserem, ja, gemütlichen Innenraum, wo wir versucht haben, alles, was wir brauchen, zum vernünftig Schlafen und Essen. Also, mir kommt ja gerade schon wieder ein bisschen so das Grinsen, weil dieser Flair von dem Traum, den ich schon ewig hatte, so wieder ein bisschen rauskommt. Ne? Also das ist wirklich Wahnsinn. Also, es ist verdammt gemütlich hier drin. Schön, ja. Also schon im ersten Moment. Also wir haben natürlich lange entwickelt und geguckt, was braucht man und wie macht man es. Und irgendwo ist immer so ein Tischbein im Weg gewesen. Daraufhin haben wir dann gesagt, so jetzt reicht es, jetzt bauen wir einen eigenen Tisch. Haben eine eigene Aufnahme. Der Tisch lässt sich eben verschieben, lässt sich aushängen. Den Stauraum können wir nutzen, damit man alles vielseitig irgendwie, ja, also keinen Totraum hat, ne? Sodass man versucht, alles mitzunutzen. Das Bett lässt sich eben ausziehen, dass wir sagen, wir können auf 2 Meter mal 1,60 Meter. Die Matratzen sind zusammengenäht, werden einfach nach vorne gezogen. Ja, und schon hat man eine riesen Kuschelwiese hier. Ne? Dann haben wir hier oben immer unsere Lampen drin. Die haben jeweils 2 Leuchtstufen und 2 USB-Ladestationen, wo man meistens sein Handy doch da vorne irgendwie unterbringt. Bei den Möbeln haben wir hochwertige Beschläge immer genommen, die wir eben normalerweise in die Verkaufsfahrzeuge bauen. Ne? Also nicht irgendwie auf irgendwelche günstigen Sachen, sondern bei uns ist tatsächlich Qualität hier gefragt. Dann. Und diese Kabine ist wirklich für das Reisen mit den nötigsten Sachen konzipiert, ne? Also wirklich mit dem Anhänger fahren. Wir haben sie konzipiert, weil wir mit unseren Pferden und Pferdeanhängern dahinter eben zu irgendwelchen Wettkämpfen fahren, um abends uns wieder aufwärmen wollten, um was zu kochen. Ne? Thema Kochen haben wir hier eben eine Zeile, wenn wir das hochklappen. Kann man den umklappen, dann kann man den Kocher rausnehmen, reinnehmen. Meistens kocht man ja doch draußen vor der Kabine, aber auch hier drin ist die Möglichkeit, ne, geschaffen. Dann haben wir hier eben noch so ein bisschen so eine Staubschublade, wo man Einteilungen ein bisschen unterschiedlich anpassen kann, je nachdem, was man mitnimmt. Und hier haben wir die 12 Liter Frisch- und die 12 Liter Grauwasser, die einfach mit einer Tauchpumpe betrieben werden, sodass wir ja immer ein bisschen Wasser mit an Bord haben, um sich morgens das Gesicht zu waschen, um mal einen Kaffee aufzufüllen und zu kochen hier. Was man so möchte. Und dann eben Platz ausnutzen, gleich einen Handfeger irgendwo mit angebracht. Die nötigsten Sachen halt so, ne? Wo man dann die sind auf jeden Fall dabei. Genau. Und eben hochwertige Oberflächen, weil wir doch eher aus dem gewerblichen Bereich der Möbel kommen. Man sieht schon allgemein die Kabine, die ist sehr hochwertig gebaut und rustikal gebaut im ersten Moment. Mhm. Auch die Fenster und so weiter, Temperaturen in den Minusgraden, denke ich, kein Problem. Nee, bei dem kleinen Raum und hier haben wir eine 2 kW Dieselheizung drin, also hier kommt man eher ins Schwitzen, als wie man friert. Ne? Gerade wenn man zu zweit in dem kleinen Raum ist. Ja. Genau. Dieselheizung, wie in dem ersten Video nochmal zu sagen, macht in dem Fall immer mehr Sinn, weil man keine Gasflaschenanschlüsse suchen muss im Ausland, die dann nach den deutschen Standards sind. Also
Diesel kriegt man überall auf der Welt und für den Kocher, den wir hauptsächlich benutzen, ist einfach nur ein bisschen Spiritus nötig. Und auch das gibt es in jedem Supermarkt weltweit. Das sind so die Hintergedanken, die ich bei der Konstruktion dieses, ja, der Kabine hatte. Und deswegen haben wir es so umgesetzt da. Ne? Ich sehe gerade, der Kühlschrank ist... Genau, im Kühlschrank haben wir hier auch eben alles auf 12 Volt, nur mit Strom versorgt. Durch die Solaranlage und durch die integrierte Batterie. Hier unten haben wir dann eben die Heizung drinne mit verkleidetem Tank und einer Tankanzeige, die hier oben an- und ausschaltbar ist. Dann geht die Tankanzeige an und wir sehen, wie viel Diesel wir noch bereit haben für die nächste Tour. Zu den Akkus, das macht ihr individuell, ob AGMs oder Lithium, also je nach Kundenwunsch. Also wir haben immer einen Standard, so den bieten wir mal an. Wenn jemand bei uns fragt, gibt es ein Angebot, da sind viele Optionen drin und danach kann der Kunde eben auswählen. Und dann haben wir, hier ist jetzt eine AGM-Batterie verbaut, wobei wir aber, ich sag mal, zwei Drittel schon nur noch Lithium-Batterien verbauen, weil sie einfach leichter und wesentlich mehr Ausbeute haben. Ne? Kann man pauschal sagen, wie weit man mit so einer AGM-Batterie kommt? Solarzellen habt ihr oben? Hier sind zwei Solarzellen drauf und ja, wenn wir Sonne haben, also im Sommer ist die Kabine im Einsatz, ohne dass wir Fremdstrom brauchen, das reicht über die Solaranlage. Mhm. Aber genauso können wir 230 Volt draußen reinstecken und dann haben wir wie beim jedem anderen Wohnmobil eben auch die Einspeisung über Land und damit lädt es und erhält sich. Das heißt, man ist im Sommer bei normalen Verhältnissen komplett autark unterwegs, Kühlschrank ist versorgt. Das ist ja der Hintergedanke, dass wir sagen, wir haben nur ein bisschen Diesel für die warme Luft hier. Wasser läuft über Strom, hier ist es nur Kaltwasser und der Kühlschrank läuft über Strom, das war's. Ne? Die Beleuchtung natürlich. Und dann haben wir tatsächlich eine ziemlich autarke Geschichte hier. Die Instrumente hier, Voltronic und so weiter, das sind ja alles schon sehr hochwertige Komponenten. Ich glaube, da legt ihr auch sehr viel Wert drauf, dass es einfach passt und funktioniert und qualitativ. Wir haben da immer nachgeguckt und überlegt und Voltronic ist eben auch, weil wir viel für Gewerbetreibende herstellen, also auch Krankenwagen und Polizeifahrzeuge, da verbauen wir auch Voltronic, weil da einfach Verlass drauf ist. Haben wir gute Erfahrungen mit, deswegen verbauen wir es natürlich auch in den Kabinen hier. Sehr interessante Kabine, da macht das Reisen Spaß. Ja. Thema Duschen, gibt es da eine Lösung bei diesem Modell? Also bei der kleinen hier haben wir keine Toilette an Bord und keine Dusche an Bord. Wir können hier eine Porta-Potti mitführen, die dann eben mit einem kleinen Toilettenzelt rausgenommen wird. Und wir haben sonst immer so eine kleine Reisedusche mit. Also, dass man sagt, wir können uns abhelfen, aber der Platz reicht ja einfach nicht, um das noch irgendwie in einem extra Raum unterzubringen. Kann man denn pauschal sagen, wofür diese Cap mehr geeignet ist als die große? Also wahrscheinlich kleiner, wendiger, leichter. Wer sagt, ich bin sowieso immer auf dem Campingplatz unterwegs, da gibt es ja mal die Toiletten und die Duschen. Der ist natürlich hier gut aufgehoben, gerade wenn man mit einem Anhänger reist. Ne? Also ja, da haben wir viele Kunden, die sagen, pass auf, das ist genau das Richtige. Ich muss meistens nur mal eine Übernachtung machen. Was weiß ich, Außendienstler zum Beispiel, die jetzt keine Hotelzimmer mehr finden oder sowas. Die sagen, Mensch, dann suche ich einen Campingplatz in der Nähe und dann fahren die hier mit zum Kunden oder zur Ausstellung. Fertig. Ne? Das ist so der Hintergedanke. Oder eben zum Wettkampf, wenn man sagt, auch da gibt es vor Ort alles Mögliche. Reicht. Pferdeanhänger hinter. Man braucht nicht mehr auf dem Pferdeanhänger liegen. Und man los geht's. Hat ein schönes Dach und ein schönes Bett unter. Richtig. Unter sich liegen, sehr schön. Genau. Und dann haben wir Verkleidung, ja, alles so ein bisschen angefertigt, wie es schick ist. Und auch später nochmal wieder irgendwo rankommen kann. Wenn man jetzt sagt, wir machen noch mehr Solarplatten, dann kann man die Verkleidung nochmal lösen, kann die Kabel nochmal wieder vernünftig verlegen und kommt überall eben auch nachträglich nochmal wieder hin. Zum Reparieren oder zum Erweitern, je nachdem. Was alles steht. Lüftung ist ein vernünftiges Dachfenster eingebaut. Ja, die Dachluken, genau, Fenster haben wir eben auch Insektenschutz und Verdunklungsrollos. Generell alle ja immer. Ja, und die Verkleidung, wie gesagt, ob Fixierung, ob wir da unten noch irgendwelche Airline-Schienen ranbringen. Da haben wir meistens noch zwei Reisestühle und einen kleinen Campingtisch dran, sodass man das auch mitführt. Da unten sieht man auch die Kurbel jetzt für die Markise, die ist auch da mit fixiert und angebaut, sodass man tatsächlich alles hier drin hat, was man mitführt. Sehr interessant. Ja. Dann kommen noch Hängeschränke. Ja, wie gesagt, das ist ziemlich, ja, da der Stauraum haben wir mal versucht, so optimal zu nutzen, wie es geht. Ja, Beschläge, die wir auch bei uns im Online-Shop handeln, haben wir irgendwann auch, oder haben wir lange gesucht, bis wir dann zu einem hochwertigen Hersteller gekommen sind, wo wir die Beschläge hier in Norddeutschland auch ziemlich viel übers Internet und für unsere Kunden hier vertreiben. Ne? Dann haben wir oft Winkel, hier diese Fallschutzwinkel, dass eben auch wenn man ordentlich durchs Gelände fährt, hier hinter alles erstmal gebremst wird und nicht, wenn man die Klappe aufmacht, alles rausfällt. Sodass wir da auch autark sind dann so ein bisschen, ne? Oder offroad-tauglicher sind. So. Hier vorne großer Fallschutz drin. Wie gesagt, meistens liegt da ein Handy drin zum Laden. Klamotten haben wir dann. Ich meistens das kleine Fach, die Frau meistens ein bisschen größeres Fach. Unter den Sitzbänken haben wir noch ein bisschen Stauraum.
auch hier können wir eben die Klappen hochklappen. Und im Fußboden haben wir auch noch eine große Ladeluke, wo man vor der Energieversorgung noch mal ein bisschen Stauraum hat. Das ist die Klappe hier vorne vor? Genau. Sowas ist wahrscheinlich immer interessant. Auch bei den Wohnmobilen hat man ganz oft die Probleme, dass man die Schuhe nicht verstauen kann. Wäre das so eine Lösung? Hier haben wir unser Staufach. Und je nachdem, also hier ist eine 156 Ampere AGM-Batterie verbaut. Deswegen ist es hier hinten noch ein geschlossenes Fach. Haben wir hier vorne den ganzen Platz frei, um da tatsächlich individuell zu bepacken und loszufahren. Meistens habe ich hier unten die schweren Sachen wie Getränke oder Dosen, Essensdosen, alles Mögliche drin, dass das Gewicht so weit wie möglich und so weit nach vorne, so weit nach unten und so weit nach vorne wie möglich kommt. Und wie ihr gerade gesehen habt, den Tisch lässt sich eben so hin und her schieben, sodass es individuell auch als Arbeitsplattenverlängerung nutzbar ist oder auch mal ganz ausgenommen ausgehängt und aufs Bett gelegt werden kann, wenn man hier mal richtig Platz haben braucht oder muss. Ja. Dann zeige ich euch gleich nochmal die Küchenversion. In dem Alltagsgebrauch haben wir es tatsächlich so, dass wir sagen, hier nehmen wir den Kocher raus. So, wird gekocht, fertig. Die Polster lege ich meistens aufs Bett, damit sie nicht beschmutzt werden. Man merkt schon, also auch wie die Sachen angefasst werden, so ist alles sehr, sehr, sehr rustikal gebaut. Also man muss jetzt nicht mit einem weichen Finger anfassen. Es ist nee, also das hält, Material, ne? Also, wie gesagt, dadurch, dass wir selber die Platten herstellen, sind wir in der Lage, extrem leicht und stabil zu bauen. Bei einem sehr hochwertigen Dekor, ne? Oder hochwertige Oberfläche. Ja. Also keine dünne Polierung, sondern richtige Haftung. Dass das alles wirklich solide ist. Schön, das soll so auffallen. So bauen wir kennen es auch anders. Ja. Also. Genau. Hier, wie gesagt, Wasser. Haben wir hier nur Kaltwasser an Bord mit einer kleinen Tauchpumpe. Ja, zum Gesicht waschen, zum Kochen, zum Essen machen reicht das alle Male. Zum Abwaschen auch. Relativ große Waschbecken immer, weil wir immer oft das Problem hatten, dass in unseren vorigen Leihwagen oder Leihwohnmobilen immer recht kleine Dinger waren. Ne? Da haben wir dann geguckt. Nee, wir brauchen, wenn ein Waschbecken, dann vernünftige Größe. Ne? Ja. Also alles abgedeckt, was man braucht. Genau. So ist für die Fahrt gesichert. Man hat die Arbeitsfläche so zum Benutzen. Ja, und wie gesagt, das, wenn wir das Bett ausziehen, die Matratzen nach vorne holen, dann hat man hier eben auch ein ziemlich großes Bett. Bei 2 Meter Länge und 1,60 Meter Breite ist das dann schon größer als unser Ehebett zu Hause. Und wie gesagt, das ist die kleine Kabine. Mhm. Es gibt noch ein größeres Modell. Das Video verlinken wir euch oben. Dort gibt es auch eine Dusche und eine Toilette. Schaut euch das Video auf jeden Fall an. Und wir würden sagen, falls ihr Interesse an so einer Kabine habt, meldet euch gerne bei der Firma Bibotec. Genau. Wir kümmern uns gerne um eure Wünsche und bauen eure Kabine.